Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Killer Instinct, Folge 12. Jetzt tun wir erstmal den Jago wiederbeleben. Wir haben ja noch was. So, jetzt haben alle drei wieder 100%. So wie wir es wollen. So. Das Original von Thunder hat eine Herausforderung für dich. Zeig, was du drauf hast. Immer wieder die. Das war mal ein. Vier Geistscheibe, zwei Geistessenz, 14 Astralenergie, 40 Astraljuwelen. Thunder respektiert dein Können und bietet an, deinem Team beizutreten. Ja, mach mal. Thunder wird bei deinem Team gegen Gargos bestimmt ein wertvoller Verbündeter sein. Dann tun wir, letztes Mal haben wir Raptor entfernen, dann kann man Orchidin jetzt mal Kimbu entfernen. Am Schauplatz Karibi wurde ein mysteriöses Schiff vor der Küste gesichtet. Angeblich wird es von dunklen, schattenhaften Kreaturen gesteuert. Sinal. Spielen wir so ein letztes Mal. Du gehst an Bord des Gespensterschiffs und triffst auf den Geist des Kapitäns. Wagst du ab und zu mal was? Wie wär's mit einem kleinen Würfelspiel, um mit dem Geist eine kleine Erholung zu gönnen? Errate, ob ich bluffe, dann gehören die Schätze des Meeres dir. Du schrubbst mit dem Piratenkapitän das Deck und errätst jeden einzelnen Bluff des Geistes. Als Belohnung erhältst du reiche Beute. Kim Wu, Gesundheit 100%, Schafsbock, Konzentrationsschluck, Drachengeist gegen Sinal, Gesundheit 130%, Stärke Stufe 3 und Zorn. Und davon zwei Stück. Es wird schwer, aber ich werde es mal sagen. Ich bin ein reiner Schaffer. Ich schaffe das dann. Nein, Mann, warum? So. Oh,
Multiplikator 194 Experience. Soll ich gegen den anderen noch? Es wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir weniger Gesundheit haben, aber mal sagen. Hoffentlich schaffe ich das. Prozent. Ich habe nur 38. Das wird nichts. Bin dann gleich tot und dann wieder was anderes machen, ne? Aber Hauptsache, das 2460 Experience, Mann. Da warum zwei Gegner? Zwei Gegner sind unfair. Ich kann ja auch zwei Gegner haben. Die Verderbnis lässt ein Ohm erscheinen. Südamerika hat eine Verderbnis von 50% erreicht und erzeugt eine Gargoskraft. Gargosfleisch erhöht die Maximalgesundheit. Ein Omen beschützt diese Kraft und tritt in Einzug ein. Besiege es, um es zu verhindern, dass Gargosfleisch im Endkampf erhält. Thunder ist dein Team beigetreten. Schimm mit der Echsenfuß. Rezepte in seinem Warenhaus. Gargos Lungen. Ne, die tue ich erstmal heilen. Ein Omen ist erschienen, es bewacht ein Portal, das Gargos Macht steigert. Besiege es und Gargos wird ebenfalls geschwächt. Gargos Lungen, Angriffe lernen die Schattenanzeige.
Jago, Gesundheit 100%, Schafsbock, Adrenalin, Stimulanz Beta 1, Omen, Gesundheit 135%, Stärkestufe 4, Gargos Lungen. Komm schon, Bote von Gargos, es ist der Zeit, vor dem Schöpfer zu treten. Müssen wir doch echt schaffen. Now before the Herald of Gargos. Ready. Wenn ich sehe, mit dem nächsten nicht schaffe, ich finde das falsch. Weil der hat so wenig Leben nur noch, ne? Und ja. Ich habe jetzt 100% den nur noch so. Mal sagen, 35 oder so. Nur noch. Oh, wenn du erbärmliche kleine Kröte, ich reiße die Flügel. Der ist jetzt schnell weg. Nein, da haben wir noch nie gemacht. Hast. Komm ich nicht One step closer to flushing out Ultra Tech. Jetzt hat Gargos seine nächste Kraft verloren. Supreme Victor. Perfekt. 1812 Experience.
39 Astralenergie, 10 Schattenpartikel, 4 Schattenplasmen, 209 Astraljuwelen, eine Kraft Gargos Lung. Gargos wird geschwächt, Gargos Lung entfernt. Schatten geboren. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.